Am Montagabend soll die Jugendrichterin Kirsten Heisig nach Angaben der Polizei zum letzten Mal gesehen worden sein. Sie war zuletzt am Montagabend bei einem Verwandten in Reinickendorf und ist seitdem sie sich dort verabschiedet hat, spurlos verschwunden. Am Dienstag wurde die 48-Jährige von ihrem Ehemann als vermisst gemeldet. Daraufhin startete die Polizei eine große Suchaktion nach der Frau. Doch lediglich ihr Auto konnte in der Nähe der Heiligen Seestraße Ecke Elchdamm in Reinickendorf gefunden werden, 20 Kilometer von ihrem Wohnort entfernt. Wir haben dann gestern am frühen Nachmittag gegen 13.45 Uhr haben wir ihr Fahrzeug, ein Mazda, in der Nähe der Heiligen Seestraße in Reinickendorf gefunden. Unsere weiteren Ermittlungsansätze konzentrierten sich dann auch auf diesen Bereich, sodass wir also mit mehreren Kollegen aus Einsatzhundertschaften, mit einem Polizeihubschrauber, mit Wärmebildkamera und mit Pferdenhunden dort unterwegs waren. Gegen 3 Uhr heute Morgen haben wir dann allerdings die Suchmaßnahmen erfolglos abgebrochen. Anhaltspunkte für eine Entführung gäbe es bislang nicht, Spekulationen jedoch reichlich. Heisig könne Opfer eines Racheaktes geworden sein. Als Jugendrichterin hat sie maßgeblich das Neuköllner Modell mitentwickelt. Danach sollen kriminelle Jugendliche bei kleineren Delikten schnell bestraft werden und nicht erst Monate später. Aber auch persönliche Gründe können nicht ausgeschlossen werden. An ihrem Arbeitsplatz, dem Amtsgericht Moabit, war die Richterin am Montag nicht erschienen. Kommentare zu ihrem Verschwinden wollte man dort nicht geben. Die Polizei hat unterdessen am Donnerstag die Suche nach Kirsten Heisig in dem 2 Hektar großen Waldstück am Elchdamm-Ecke Heiligen Seestraße fortgesetzt.